Yes, yes, liebe Friends, was geht ab bei euch? Wie ihr sehen könnt, immer noch blaues Auge hier, Cut, immer noch von Dennison, den alten Schlawiner. Der hat mir ein paar gute Bomben gegeben, ey. So, und jetzt bin ich in Hamburg endlich angekommen. Heute ist der Kampf von Bilal. Ich bin hier gerade im Motel One. Heute kämpft Abu Habib, Black Panther, Ben Fresh, Kamran, Bilal Gold, Fat Comedy. Heute wird ein richtig geiler Abend und natürlich nehme ich euch alle mit. Ihr kennt mich, einen geilen Vlog machen, auf deren Kopf natürlich ein paar Klicks abstauben, weil... So, dass du mal isst, Mankoi. Und mit dabei haben wir heute... Was geht ab, meine Preis? Nurega! Ey, wow! Geile Sau, Alter, wie geht's dir? Na, Bruder, danke schön. Bestens, wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut, mein Bruder. Alles gut. Mit dabei hat er seinen Sidechick. Robin, Batman und Robin sind am Start. Auf jeden Fall, Friends, wir warten jetzt ganz kurz und gucken, wo die Jungs sind. Ich gehe jetzt noch mal kurz was essen. Und ja, dann sehen wir uns, glaube ich, gleich, wenn die ganzen Shababs am Start sind. Auch noch mal an der Stelle trotzdem noch mal auch an euch alle. Vielen Dank für den krassen Support auf dem Highlight-Kanal. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten, Alter. Bitte macht weiter so. Ganz viel Liebe für euch und ganz viel Gesundheit wünsche ich euch. Wir sehen uns gleich. Bau. So, liebe Friends, wir sind jetzt was essen. Mein Bruder Bilal ist am Start. Bruder, wie fühlst du dich vor dem Kampf, Alter? Alter, Bruder, ich fühle mich topfit, aber ich sehe aus wie ein Bastard. Schau diese zwei Bäume. Sind das Bäume oder sind das Eier? Wallah, was ist das? Du bist der richtiger Teufelshörner hat der. Bruder, du hast so viel Sparring gemacht, Alter. Auf jeden Fall, liebe Friends, wir essen. Das ganze Team ist am Start hier. Die Jungs, alle sind am Start. Ja, das sind meine Freunde. Auf jeden Fall. Ruhrpott, Essen City. Ich habe Geheimratsengen, Wallah, das sind Geheimratsmenschen geworden. Yani, du repräsentierst Mörs. Ja, Wallah. Diese Stadt, die das eigentlich nicht verdient haben wegen gewisse Menschen, aber ich liebe diese Stadt. Egal wie. Korrekt oder nicht? Wallah, sehr korrekt, sehr korrekt. Politisch korrekt. Hol den Sieg nach Hause, Bilal. Aber nur nach Hause, auf die Straße, ihr wisst. Auf jeden Fall, Friends, wir essen eine Kleinigkeit. Natürlich darf der Bilal jetzt hier nicht großes essen. Der muss klein, Yani, damit sein Magen natürlich sich nicht im Kampf heute dreht. Und ja, Freunde. Okay, sag mal ganz schnell jetzt hier, Bilal. Wir schneiden das raus natürlich. Erstmal, wer mitkommen will und der sich jetzt auch nicht abfasst. Wo ist der? Der ruft gerade an, aber Internet ist in... Ich schau, das ist in Syrien, Wallah. Bilal, was sagst du? In welche Runde knockst du den aus? Knockst du K.O.? Guck mal, Bruder. Inshallah ist das ein K.O., aber ich sage, dritte Runde wird seine Runde sein. Kennst du so damals, wenn du Schläge von deinen Eltern bekommen hast? Heute ist dein Tag. Brauchst du Scheiße, heute ist dein Tag. Gerne dein Tag zum Sterben. Ja, nee, die dritte Runde willst du ihn richtig noch zu K.O. machen. Dritte bis vierte Runde, bam. Freunde, ihr habt's gehört, dritte Runde. Ich erinnere euch gleich im Vlog nochmal dran, wenn wir reinkommen. Wallah, wenn ich verliere, schneidet das niemals rein. Wallah, Krise. Verliert, wir schneiden das rein. Wenn ich verliere, schneid das hier rein. Möge der Bessere gewinnen. Möge der Bessere gewinnen. Möge der Bessere gewinnen. Wir sehen uns später, Friends. Willst du trinken? Cola. Wie viele? Eine Coca-Cola. Zwei Stück. Machst du Vlog? Ja. Cola. Der Bruder Jihad ist jetzt auch endlich angekommen. Friends, wir lassen erst Jihad die Rechnung zahlen. Halt die Fresse. Was habt ihr vor, Wallah? Ja, okay. Was vor. Ja, Charmant. Also ich muss ehrlich sagen, Freunde, ne, immer wenn ich mit Bilal und Jihad unterwegs bin, ne, also mit Jihad ist er immer lustig, Alter. Der Junge ist der beste Mann, Alter. Wallah, bin ich kurz, warum das sind ja schon ein paar Schaden. Noch ein bisschen Schnatter. Wie geil war das von dir gerade? Und dann melden wir uns gleich. Freunde, ich habe jetzt die große Ehre, den Backpfeifenkönig anzutreffen vor dem Kampf. Was sagst du? Bilal meinte, dritte Runde haut er dich weg. Sehen wir gleich im Laufe des Abends. Aber meinst du, schaffst du den ersten zwei Runden auszunocken? Oder das weiß nur Allah. Am Ende gucken wir einfach, ob der bessere Mega gewinnt. Ich kann so nicht. Wallah, weise Worte von Fat Comedy. Aber ich sag dir ehrlich, solange ihr einen geilen Kampf abliefert, seid ihr für mich beide Gewinner. Ich küsse dein Herz. Man braucht überhaupt auch erst Eier da reinzugeben, oder? Das stimmt, Bruder. Das kostet Überwindung.
Meinung und von daher bin ich der Meinung, dass wir beide schon Gewinner sind. Aber ich bin auch der Meinung, Bruder, dieses Boxveranstaltung hat dir auch gut getan. Du bist zum Training gegangen, du hast dich fit gemacht, du fühlst dich geistig auch richtig. Ich habe keine Pornos geguckt. Schön. Das ist schlecht. Also vor dem Boxkampf immer ein Porno reinziehen. So, jetzt haben wir den Anfänger Abu Habib getroffen. Ayri Fake. So, auf jeden Fall, Freunde, jetzt bin ich mit meinem Bruder Abu Habib. Habib Albi. Die alte Straßenlegende. Bruder, jetzt sag mir ganz im Ernst, wie fühlst du dich vor dem Kampf? Freunde, ich weiß nicht, was für Gefühle es sind. Es ist ein Misch von allem irgendwie. Wie ich am Telefon gesagt habe? 100%. Ich war schon 10-mal pissen. Ich habe nicht mal zu viel Wasser getrunken. Ja, das ist eine Aufregung. Genau so ist das. Und ich bin aufgeregt, ich bin ehrlich. Keine Angst oder so, ne? Ist einfach eine Aufregung, weil man weiß, die Leute erwarten was von dir. Genau. Das ist das Ding, Freunde, guck mal, ich habe mit Abu Habib telefoniert, ich habe ihm das gesagt und er konnte das nicht nachvollziehen. Ja. Ich habe ihm gesagt, Bruder, ich war auch 1000-mal bissen, so, ich musste gucken. Der so, wie, nein und so, geht doch schnell rein, raus. Aber jetzt merkst du selber. Bruder, ich schwör's dir, stabil. Also die Leute, die einen Kampf haben und sich dafür vorbereiten und jetzt langsam so rein müssen, Respekt an die Leute, die überhaupt in den Ring steigen werden oder generell so einen Gedanke haben. Ist so, wirklich. Stabil. Was sagst du, wie schätzt du den Black Panther ein? Du hast ja seinen Pratzen gesehen. Ich bin ehrlich. Ja. Ich habe vorher gedacht, du wickst ihn auf jeden Fall weg. Ja. Aber als ich deine Pratzen gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wird doch schwieriger als ich dachte. Ja. Hast du auch das Gefühl gehabt? Habe ich auch. Bruder, ich wusste auch gar nicht, wer das ist. Ja, nee, danach haben die Leute erzählt, hin und her, Mundpropaganda, schüchtert ein bisschen ein, so denken die. Er ist halt ein Boxer. Ich kämpfe gegen einen Boxer, Bruder. Jeder weiß, ich kämpfe als YouTuber oder als Facebooker, Instagramer gegen einen Boxer. Ja, ja. Er ist YouTuber geworden nach Knast, aber er ist Boxer. Ja, nee, weißt also, er hat quasi ein bisschen, er hat einen großen Vorteil dir gegenüber, weil er diesen Boxsport natürlich schon lange durchzieht und auch schon einige Kämpfe hat. Hattest du jetzt diese Erfahrung nicht? Noch nie. Aber ich würde sagen, weil ich dich ja kenne, ich habe dich in Aktion schon gesehen, ihr wisst selber, die Real-Life-Story von mir und Abu Habib, darauf, ich weiß nicht, ob ich dich schon erzählt habe, komplett, habe ich auch mit dich schon erzählt? Nein, nicht, ja, okay. Ich musste dich noch besuchen. Genau, das heißt, der Abu Habib wird auf jeden Fall demnächst in meine Sendung reinkommen, da werden wir die Real-Life-Story erzählen. Wir haben schon 1, 2, 3 Massenschlägereien hinter uns und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich auch im Stream schon gesagt, der Abu Habib ist ein Klopfer. Der kloppt, Alter. Und wenn du heute so klopfst, wie ich das schon gesehen habe, wie früher, dann ist wirklich Schicht im Schacht. Ne? Aber wie gesagt, Ring ist auch immer ein bisschen anders wie Straße. Anders, ne? Anders. Diese Regeln, der hat dieses taktische, glaube ich, mehr technische, drauf. Ja, technische, klar. Der Box technisch sehr sauber. Ich bin Straßenkämpfer sozusagen. Vielleicht mache ich daraus einfach eine Straße. Vielleicht lasse ich ihn gar nicht dieses taktische ehrlich, machen können. Genau, ich sag dir ehrlich, wenn du Straßenkampf machst, wenn du wirklich unorthodox kämpfst, mäßig, dann weiß er auch nicht weiter. Ne? Ja, deswegen. Das ist das Ding. Und, zeige nicht das Video jetzt gleich, ja? Also ich würde sagen, aber jetzt so ganz auf behindert gefragt. Ja. Meinst du, du haust den K.O.? Du gehst natürlich auf einen K.O. K.O. ist schwer, aber ich versuche mein Bestes. Inshallah, Bruder. Ich bin bestens mit uns. Inshallah, Bruder. 3-1-3 ist die Gang, gewiss. Da haben wir noch den, da haben wir noch Ghazi 47. Wo hast du dich rumgetrieben? Ghazi 47. Das ist schon mal ein gut. Schreib das auf. Ich schreib den auf für nächstes Album. Du hast dich rumgetrieben, Ghazi 47. Ich hab ein schönes Geschenk geholt. Wallah. Was hast du geholt? Eine miese Nike-Jacke, Bruder. Wallah. Bruder. In XXL hatten die Nike-Jacke. Salamu alaikum. XXL-Jacke oder welche Größe hast du geholt? Nein, XL, Bruder. XL passt mir doch gar nicht. Die muss nicht passen. Ich muss dann abnehmen, also. Salamu alaikum. Wallah, überall Kameras. Ja, was geht? Überall Kameras. Aber ey, er ist sehr professionell geworden. Allah. Er sagt, geworden. Gut, dass du da bist, Mahmoud. Ich hol der Kamera raus von Tasche, mach direkt Vlog, mal Vlog. Wie ist denn das? Sinan, wie ist deine Bildung auf jeden Fall? Ihr wisst Bescheid, Alter. Auf jeden Fall, ey, Ghazi. Ja, Bruder. Was geht denn ab, Alter? Wo hast du? Bruder, wir wollen ein bisschen was essen. Da war ein bisschen spazieren, ein bisschen einkaufen. Der Bruder braucht noch ein geiles Hemd für heute Abend. Da hab ich auch was Schönes einfallen lassen. Da kommen auch so einige Kühe. Was geht, Marc de Champagne, Alter? Was geht ab? Was geht ab? Oh, Ali! Achle! Jetzt weiß ich, warum du in Hamburg warst. Zum Shoppen, Bruder. Wallah. Abo, Bruder. Wallah. Ey, meinst du, die passt dir, Bruder? Wallah, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Meinst du, tschüss. Hast du die Jacke für mich geholt? Ja, Bruder. Geile Sau, Alter. Ah? Die muss passen. Da drin für Training, Bruder. Oh, Wallah. Soll ich die zum Training benutzen oder so zum Chillen? Zum Cousin. Zum Ficken, zum Trainieren, Bruder. Du brauchst du wirklich, Bruder. Okay, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ey, vielen Dank, Bruder. Wallah. Ich guck gleich. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Dankeschön, mein Bruder. Oh, Bruder, wie siehst du aus, Bruder? Was ist das für ein Look, Bruder? Willst du, willst du allen die Show stehlen oder was? Sag mal ehrlich jetzt, was ist dein Ziel? Geil, nur mit dir Weltmeister werden.
Ich küsse dein Herz. Wir sind schon Weltmeister. Wir holen nur den nächsten Titel noch. Ciao. Ich küsse dein Herz, Alter. Auf jeden Fall, Friends. Ihr habt gesehen, alle Cheverbs sind am Start. Und wir machen uns gleich auf zum Ring. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dort. Wir sind jetzt angekommen. Bruder, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich wohl. Jetzt habe ich dich gesehen. Und fühle mich noch sicher. Bester Mann. Also wir müssen uns an der Stelle echt mal bei dir bedanken, dass du so eine geile Veranstaltung immer auf die Beine stellst, Bruder. Ich küsse dein Herz, Alter. Leute, zieht euch die Blocks rein, zieht euch alles rein. Wir rasieren hier den Scheiß, Alter. Komplett ab, Mann. Sehr respektlos. Respektvoll. Du weißt, das neue Insider, ne? Weißt du, ne? So, liebe Friends, wir haben gerade den Otto getroffen, den Ismail. Bester Mann, bin gespannt, was jetzt hier abgeht gleich. Wir sind in dem VIP-Bereich, Jani. Sind wir mal gespannt, was hier abgehen wird. Das wird krass. Ja. Das wird Gazi bestellt. Hi. Bruder? Wallah, Bilal, du bist ein Löwe. Ich fick Löwen. Jani, du fickst Katzen. Ja!
Abi, hör. Liebe Friends, leider ein bisschen drunter und drüber alles. Ich konnte den Vlog leider nicht so richtig zu Ende drehen. Ich denke mal, ich habe ein bisschen Material gesammelt. Ich glaube, Marc hat auch noch ein bisschen gefilmt mit der Cam. Auf jeden Fall danke für den krassen Support. Danke für die lieben Nachrichten auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe die Bühne gestürmt, Alter. Ich stand da draußen und ich habe leider akustisch auch nicht alles verstanden, weil so die Quali ein bisschen komisch war. Ich habe gedacht, der hat mich irgendwie beleidigt. Ich sehe dann, ich will jetzt auch keinen den Teufel schon an die Wand malen. Ich habe dann sofort, ich bin sofort losgegangen. Also mir war das scheißegal dann, ne? Sag ich euch ehrlich. Und ihr kennt mich, ich verstehe viel Spaß so, weißt du, aber wenn da jetzt einer in den Ring geht, Ansagen verteilt, Alter, das lasse ich mir auch nicht gefallen, ne? Irgendwo ist auch eine Grenze. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, liebe Friends, aber ihr kennt mich, ihr wisst. Alles andere klären wir dann im Ring, dass das dann fix ist. Ja. Keine Ahnung. Manchmal sind die Dinge, wie sie sind. Es ist, wie es ist. Und manchmal geraten Dinge aus den Fugen, aber dann muss man die Dinge auch wieder richten am Ende des Tages. Und auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal Dank an mein ganzes Team, mein Cousin Navid, mein Bruder Marc, mein Trainer und Bruder, Onkel und Cousin. Aber auch einfach alles in einer Person. Guck mal her, der hat meinen Schuh kaputt gemacht. Dein Schuh kann reden, ja, Team. Dein Schuh reden. Danke an meinen Bruder Ali Capone und natürlich an meinen Bruderherz Gazi47. Und natürlich an den Rest der Truppe, die am Start waren. Auch mein Bruder Nur, der heute in Hamburg am Start war. Und alle anderen, die auch supporten. Danke, danke, danke. Inshallah werden wir noch gemeinsam eine Menge machen. Es werden sehr viele Vlogs auf euch zukommen. Es wird bald sehr viel Musik auf euch zukommen. Es werden sehr viel live gehen. Ja, abonniert den Kanal, kommentiert. Macht full, mach ruhig für den Algo. Mach ruhig für den Algo. Das ist der Neue. Nee, der Neue ist, ich komme auch, wenn ich verstopfte Nase habe.
Der Abo ab im Dach im Ring. Ja, ich bin gekommen, wo ich verstopfte Nase habe. Oh, sorry nochmal. Als hätte man mich Taschentuch nie geben können. Voller Abo, bester Mann. Auf jeden Fall auch an alle Kämpfer, ne? Liebe Grüße. Ich war sehr begeistert, ich war mittendrin. Auf jeden Fall, das war's von mir. Macht Daumen hoch, kommentiert und wir sehen uns. Ciao.